Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, wie du morgens und endlich um 2 Uhr braucht. Kamos auf die Kumia mit dem Zwergenfürst. Ja, wir sind hier auf Bruchus Piratengötter. Und ja, Gold ist weg. Die ist beim Block in Behandlung, wie es ausschaut. Ein Radar haben wir hier. Ich kann nicht hier weg, nicht ohne Goal. Alles klar. Na dann, ab in den Hafen. Auwei. Der schwimmende Schwarzmarkt. Es geht doch nichts über frische Seeluft. Der Geruch frisch von Abenteuer, Freiheit, der toxischen Chemikalien. Und Ronis Mutter. Psst, du verscheuchst die Fische. Fauler Fisch. Na dran. Aber dieser Eingeborene bietet eine willkommene Gelegenheit, mein kosmopolitisches Geschick und meine polyglotten Skills anzuwenden. Ich, Rufus, wo ich finden Doc sein Labor? Redest du mit mir, du Affe? Für Leute wie dich haben wir Stadtpläne aufgestellt. Du meinst durchreisende Helden? Ich meine Leute, mit denen wir nicht sprechen wollen. Nur zur Information. Ich verfüge über einen hervorragenden Orientierungssinn. Deine dämlichen Stadtpläne brauche ich nicht. Und warum schaust du ihn trotzdem an? Tu ich nicht. Ich werfe ihm einen verächtlichen Blick zu. Docs Praxis ist im Industriegebiet. Aber wo ist die Spelunke? Egal, dann gehe ich wohl erstmal Doc besuchen. Nicht erstmal zur Spelunke. Sehr schade. Okay, hier haben wir den gesamten schwimmenden Schwarzmarkt. Als Karte. Industriegebiet. Oh. Gleich hin teleportiert. Und erst einmal muss ich Doc helfen. Wäre ja noch schöner, wenn der alte Zausel den ganzen Ruhm alleine einheimst. Er ist nicht wieder zurück. Sehr schade. Fertig. Ich kann mich auch später noch in der Stadt umgucken. Erst einmal muss ich Doc helfen, Goal wieder auf Vordermann zu bringen. Wäre ja noch schöner, wenn der alte Zausel den ganzen Ruhm alleine einheimst. Ja, das wäre ja komplett bescheuert. Ja, und das sieht nach einem, ja, einem sehr schönen Rätsel aus. Da werden wir uns wahrscheinlich noch ein Weilchen aufhalten. Später, zu späterer Zeit. Sieht aus wie noch eine Murmelbahn, mit der wir noch einiges zu tun haben werden. So schön viel Potenzial für ein feierliches, alles verzehrendes Feuer. Okay. Ja. Sieht momentan eher uninteressant aus. Fragezeichen, Fragezeichen, Ruf. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Gut, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Laut Lieferschein ist da ein Ersatz-Airbag für Kanalgondeln in der Kiste. Aha. Na dann. Ui. Das ist einfach schon richtig. Da muss ich gleich nochmal zurückgehen. Und hier nochmal zu Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen nehmen. Ich kann mich auch später noch in der Stadt umgucken. Aha. Erst einmal muss ich Doc helfen, Goal wieder auf Vordermann zu bringen. Wäre ja noch schöner, wenn der alte Ja, rauf. Da möchte ich mich nochmal kurz umgucken. Ein Schnabeltier. Okay, können wir gerade nicht viel machen. Dann gehen wir halt wieder runter. Docs Werkstatt. Ah, sehr gut. So, haben wir einen kleinen Sprung gemacht. Farbeimer. Ausgerechnet weiß, der Spielverderber unter den Farben. Mhm. Okay, Stock. Dort steht ein Wachhund, hier ist ein Stöckchen. Diese Aufgabe unterfordert mein Kombinationsvermögen. Ich verdresche den blöden Köter einfach. Klingt nach einem Plan. Cleverbait.
Dem werde ich schon zeigen, wer hier die überlegene Spezies ist. Ach ja. Was bist du denn für ein niedlicher Wauzi? Ich muss doch verbitten. Mein Name ist Cleverball. Ich bin eine autonome, kybernetisch hochentwickelte Serviceeinheit, programmiert auf komplexe Sicherheitsaufgaben. Cleverbite? Was für ein putziger Name für einen Robohund. Ich verbiete mir diese Erniedrigungen. Durch die neuronale Verknüpfung von Computerzeitreisen und organischem Hirngewebe bin ich in der Lage, über 3000 Leitkomma-Operationen in der Sekunde vorzunehmen. Kannst du auch Männchen machen? Das vielleicht nicht. Aber ich kann durch einen gezielten Biss dafür sorgen, dass du keine mehr machen kannst. Ganz schön großmäulig für einen Cyber-Dingstar-Wauzi. Aber wie sagt man doch so schön, Hunde, die bellen, beißen nicht. Hast du mich etwa bellen gehört? Ich weiß nicht. Ich höre immer nur Mimimi, Nerdgefase, Mimimi. Ich werde Doc empfehlen, dir einen Cyber-Maulkorb zu basteln. Dazu müsstest du wohl erstmal an mir vorbei, oder? Ich lass mir doch von einem dummen Hund nicht den Weg versperren. Ich bin ja auch ein überlegener Kybernetischer. Mimimi, überlegen, Mimimi. Ich werde dir schon zeigen, wer hier überlegen ist. Ein Überbissstreberhündchen. Ein Robo-Überbissstreberhündchen. Ja. Blöder Köter. Gibst du etwas schon auf? Enttäuschend. Was? Ich und aufgeben? Niemals. Platz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Intention verstehe. Das liegt daran, dass du nur ein dummer Hund bist. Vielleicht würde es helfen, wenn du ihn ganz im Becken sprichst. Böses Hundchen. Lass mich durch. Ich muss zum Doc. Oh, das geht leider nicht. Wenn ich dich durchließe, würde ich meine ganze Designation als Wachhund kompromittieren. Ich komprimiere dir auch gleich mal was. Ich glaube, du vergisst, wer hier die überlegene Spezies ist. Warum packst du es mir dann nicht einfach? Der geht mir jetzt schon auf die Nerven. Wer ist ein artiger Roboterhund? Lass mich kurz darüber nachdenken. Eine Mutter vielleicht? Was? Ach, du Mieser. Ach doch, was ist kaputt. Ja. Lässt du mich bitte herein? Das klingt zum Besser. Aber ich habe das vierte Wort nicht ganz verstanden. Bitte. Bitte sprechen Sie direkt in das Audio-Interface. Meinetwegen. Bitte. 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 Aufhören. Bitte aufhören. Meine Zeitkreise überladen noch. Ja, mach Platz. Bravo! Wenn du dich noch ein bisschen mehr anstrengst, dann gelingt es dir eventuell sogar, einen ganzen Satz zu bilden. Ein Klaps. Hiermit fordere ich dich auf, einen Platz zu machen. Brav hast du das gemacht. Aber ich verstehe immer noch nicht ganz, worauf du hinaus willst. Platz. Platz halt. Hier. Ich werd nicht mehr. Blöder Köter. Gibst du etwas schon auf? Niemals. Enttäuschend. Ich hol den Stock und verdresch dich. Dort steht ein Wach. Hier ist ein Schießeaufgabe. Ich verdresche. So, im Stückchen. Stock. Na, schau mal, was ich hier Feines habe. Rüb. Schreibt man ohne R. Und jetzt sei ein braves Hundchen und hol das Stöckchen. Was ist? Hol das Stöckchen. Oder bist du etwa zu blöd dafür? Ja, genau. Das wird sein. Hol das Stöckchen. Nein. Du holst jetzt das Stöckchen, aber pronto. Wenn du das Stöckchen so gerne hast, hol es doch selbst. Und wenn du schön brav bist, lass es dich dann vielleicht sogar durch. Ich mag den irgendwie. Den kleinen Streber.
Na los, ich habe gerade ein Stöckchen geworfen und du bist ein Hund. Also, was tut ein Hund in einem solchen Fall? Ich warte darauf, dass sie sich noch mehr zum Affen macht. Nö, falsch. Du apportierst den Stock. Oder bist du dazu zu blöd? Warte, ich mache es dir nein, vor. Fuß. Oh Junge, das hast du nicht wirklich gerade getan, oder? Ich werd nicht mehr. Ja. Wo ist das Stückchen? Werf es so weit weg, dass das nicht mehr... ja. Okay. Das war nicht der Plan. Und nun? Na schau mal, was ich hier Feines habe. Und jetzt sei ein braves Hund. Was ist? Oder bist du etwa zu blöd dafür? Ja, genau. Na los. Ja, Entschuldigung. Also holst du es jetzt? Ich bin programmiert. Aber... Na los, du magst doch Stöckchen. Tja, ich glaube, das reicht tatsächlich langsam. Entschuldigung, dass ich mich über dich lustig gemacht habe. Also holst du es jetzt? Das geht leider nicht. Ich bin programmiert, hier vor der Tür zu bleiben. Aber wenn du es mir noch einmal holst, dann lasse ich dich vorbei. Versprochen. Auf keinen Fall. Lässt du mich jetzt durch? Ich weiß nicht. Hast du das Stöckchen so geholt? Blöder Köter. Gibst du etwas von auf? Enttäuschend. Rufes Holzstückchen. Warte, ich mache es dir vor, aber pass diesmal besser auf. Oh Junge! Oh Junge, Junge! Oh Junge! Oh Junge, Junge! Ja. Lässt du mich jetzt durch? Das geht leider nicht. Ich bin programmiert, hier vor der Tür zu bleiben. Blöder Köter. Gibst du etwas? Niemals. Ausgerechnet Weiß, der Spielverderber unter den Farben. Können wir den wirklich nicht? Vielleicht können wir... Dann schon eher schwarz, mit so aufgeklebten Flammen vorne an der Seite. Und vielleicht ein Drache mit einer Streitaxt. Hm. Isolierband. Oh. Eine Kurbel. Vielleicht. Dieser Idee fehlt noch der richtige Dreh. Okay. Jetzt haben wir ein Isolierbandstückchen. Ja, vielleicht jetzt. Na schau mal, was ich hier fein... Und jetzt sein... Was ist? Okay. Oder bist du etwa zu blöd? Ja, genau. Hol das Stück. Das hat wohl nicht so ganz geklappt. Warte, ich mach aber pass die... Oh, Junge! Das ist ja zum Schreien. Oh Junge! Vielleicht, wenn wir jetzt mit dem isolierten Stock. Eine Lampe. Genau. Dieser bellende Mülleimer hält sich vielleicht für schlagfertig. Aber gleich werde ich ihm zeigen, was Schlag. Wann der Schlag fertig ist. Was so ein Schlag? Ach, egal. Irgendein geniales Wortspiel mit Schlag halt. Schlag. Wegen elektrischem Schlag und so. Ach, Rufus. Ja, Rufus. Du brauchst keine Pointe, um brillant zu sein. Ist klar. So, isoliert elektrisch aufgeladener Stock. Das könnte spannend werden. Jetzt wird er sein blaues Wunder erleben. Hey, was ist los? Gibst du etwa schon auf? Ja,
Du hattest recht. Diese Stöckchen-Sache ist einfach zu hoch für mich. Du verblödete Gullitöle. Hier, so geht das. Oh nein. Du nimmst den Stock in den Mund. Oh, Junge. Ich werd nicht mehr. Oh, Junge. Oh, Junge, Junge. Oh, Junge, 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 Junge. Ja, so geht's auch. Jetzt kommen wir dran vorbei.